Nach der Rallye gestern an den US-Aktienmärkten dürfte es heute schwieriger werden. Warum? Weil wir im 60-Minuten-Chart, der für den Tageshandel eine sehr gute Referenz ist, von überverkauft auf überkauft schon geswitcht sind. Und das angesichts dieser, naja, eher bescheidenen Rallye. Das zeigt, dass da nicht mehr kurzfristig zumindest viel Luft nach oben ist, sodass heute vielleicht ein Dienstag kommt, der wie so oft eben schwächer ist, während der Montag meistens ein starker Tag ist. Ich glaube, 17 Mal in Folge jetzt der Nasdaq mit einem positiven Handelstag an einem Montag. Warum wird das Ganze schwieriger? Wollen wir uns mal anschauen. Gestern hier vor allem die Big Tech Werte, die es nach oben gezogen haben. Microsoft, wie sie alle heißen, Google, vor allem Amazon, nur Tesla schwach. Jetzt hat Panasonic gewarnt, dass man hier den ersten Verlust verzeichnen wird wegen der schwachen Nachfrage nach E-Fahrzeugen, insbesondere wegen Tesla Model S und Model X. Und Tesla war gestern der große Verlierer und ist charttechnisch schwer, schwer angeschlagen. Und hier sehen wir das nochmal, was ich vorhin angedeutet habe. Oben sehen Sie den ES1, also das ist der Continuous S&P Future. Hier sehen wir, da sind wir sehr, sehr schnell im RSI, im Relative Stärke Index, unten, wo dieser Pfeil ist, sind wir in den überkauften Bereich gewechselt. Und das bei dieser doch sehr Mini-Rallye, könnte man sagen. Wenn wir uns unten mal das Ganze auf 4-Stunden-Basis, also 240 Minuten anschauen, dann sehen wir, da sind wir mit diesem Move nach oben doch schon wieder ziemlich hoch geklettert, fast bei 50. Also wir sind jetzt nicht mehr wirklich überverkauft, auch übergeordnet nicht, sondern sind im kurzen Zeitfenster überkauft, und das aus meiner Sicht deutet darauf hin, dass es heute zumindest schwieriger wird, auch wenn das hier sicherlich eine bullische Kerze ist. Wir sind aber weiter unter dem 200-Tages-Durchschnitt im S&P 500. Wie geht es nun weiter? Hier sehen wir zunächst mal die Tightening Financial Conditions. Das setzt sich fort. Also die Finanzkonditionen werden straffer. Normalerweise nicht gut für die Aktienmärkte. Wir sehen, dass so ziemlich alles, was nicht S&P 500 ist, zum Beispiel der Russell 2000, zum Beispiel der NYSE Composite, also praktisch alles, was an der New Yorker Stock Exchange gehandelt wird, wie auch der MSCI All World, die alle sind seit Jahresbeginn negativ. Es ist vor allem der Nasdaq, der positiv ist, wegen den großen Tech-Aktien. Und jetzt haben wir ein gemischtes Bild. Wir haben Hedgefonds, die teilweise aggressiv short sind auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehen wir aber, das Put-Call-Ratio in Equities ist jetzt nicht unbedingt stark erhöht. Also es gibt nach wie vor ein relativ bärisches Sentiment, sichtbar bei den Privatinvestoren, sichtbar NAIM. Also die Vermögensverwalter, die eine relativ geringe Exposure haben. Aber wir sind jetzt bisher nicht in einen Panikmodus wirklich verfallen, dass da wirklich größere Angst gewesen wäre. Und wichtig heute die Sitzung, die Entscheidung der Bank of Japan. Und man hat jetzt gesagt, dass man hier die 1%-Marke bei der Rendite der 10-jährigen japanischen Staatsanleihe als Referenz nehmen wird. Die Märkte sagen sich, oh, das ist doch weniger hawkisch als befürchtet gestern nach dem Bericht der Wirtschaftszeitung Nikkei, aber faktisch ist das die Aufhebung des Yield Cap, also der Begrenzung von Renditen, wie wir sie gekannt haben. Im Grunde ist diese Yield Curve Control, also die Kontrolle der Renditekurve, tot. Das ist aus meiner Sicht eine wichtige Entwicklung bis hin zu einem Game Changer. Die Märkte spielen es erstmal anders. Wir sehen den Yen wieder schwächer, wir sehen den Nikkei stärker. Ich glaube, das ist die falsche Reaktion, wie sich zeigen wird, denn was die BOJ, also was die Notenbank hier gemacht hat, sie erlaubt praktisch höhere, oder sie, das wird dazu führen, dass wir weiter Druck auf die Renditen haben, dass also weiter ein Aufwärtsdruck bei den Renditen sein wird. Das ist ein weiterer Schritt in Sachen Policy Normalization, wie hier ein Analyst sagt. Und es nimmt die eine wichtige Quelle, die Global Bonds unterstützt haben, also globale Staatsanleihen unterstützt haben. Hier sehen wir, der Yen verliert erstmal. Aber faktisch ist es jetzt so, dass die Märkte testen werden, ja, wo ist denn eure Schmerzgrenze, nachdem man gesagt hat, 1% pro Referenz heißt faktisch indirekt,
Ja, wir tolerieren es, wenn es drüber geht. Man hat es nicht so direkt gesagt, aber es ist völlig klar, dass man jetzt nicht sofort Staatsanleihen, japanische Staatsanleihen kaufen wird, wenn wir bei 1% bei der Rendite sind. Aus meiner Sicht ein wichtiger Gamechanger. Jetzt ist nämlich der japanische Bondmarkt wieder mehr und mehr in der Hand der Investoren. Wir sehen hier, die BOJ hat über 50% der japanischen Staatsanleihen, also mehr als die Hälfte. Das ist krass. Und das Problem, das die Japaner haben, ist, dass ihre Inflation zwar jetzt nur noch bei 3% liegt, aber mit der Abwertung des Yen und den dadurch teureren Importen zieht man sich immer mehr Inflation ins Land. Das sorgt dafür, dass die Reallöhne, wie Sie unten in dieser Grafik hier sehen, rot fallen, obwohl die nominalen Löhne gestiegen sind. Aber dadurch, dass Inflation ist und der Yen eben immer schwächer wird, wird dann auch die Zustimmung zum Ministerpräsident Kishida immer schwächer. Und jetzt kommen wir nach China. Da haben wir wirklich sehr, sehr schwache Einkaufsmanager-Indizes wieder gesehen. Das hat die Futures, US-Futures zunächst mal nach unten gebracht. Vor allem der Hang Seng heute schwach gewesen. Verarbeitendes Gewerbe wieder schrumpfend, 49,5. Auch Dienstleistung mit 50,6 deutlich schwächer als erwartet. Hier unten sehen wir mal in dieser Grafik, blau, das ist das verarbeitende Gewerbe, ist im Grunde kaum jemals aus diesem Schrumpfungsprozess rausgekommen. Jetzt schwächt sich auch Dienstleistung ab. Und wenn wir von Nvidia sprechen, wichtig jetzt ein Artikel des Wall Street Journal, das warnt, dass hier Nvidia 5 Milliarden an Orders im Risiko hat, also dieser Chip-Konzern, weil ja die beiden Administrationen gesagt haben, hups, wir wollen auch weitere Beschränkungen für Chips. Das dürfte Nvidia heute belasten. Wir sehen die Magnificent 7 mit einem Doppeltopf, Fragezeichen. All das wird wichtig, vor allem jetzt heute nochmal an einem Zwischentag, eigentlich dem heutigen Dienstag. Alles wartet auf die Fed am Mittwoch, die Zahlen von Apple am Donnerstag und die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Aber heute kommt nachbörslich AMD. Das wird wichtig für die Stimmung im Chipsektor, damit im Nasdaq. Hier sehen wir mal, was mit dem sogenannten Data Center verdient wird. Da ist Nvidia am stärksten von abhängig, aber nachher, also nachbörslich wichtig, eben die AMD-Zahlen. Hier sehen wir nochmal, wie wir in die Woche gestartet sind. Alle Aktien außer Microsoft unter ihrem 50-Tages-Durchschnitt. Amazon hat es gestern geschafft, wieder ranzulaufen als einzige Aktie. Gestern verprügelt vor allem Tesla. Jetzt unter der 200er Marke, wie gesagt, aus Sorge, dass da die Nachfrage immer schwächer wird. Aber es sind insgesamt, sieht man jetzt, dass so ein bisschen die Stimmung kippt, was die Gewinnerwartungen betrifft. Wir haben jetzt die größten Downgrades, Earnings per Share Downgrades seit fast einem Jahr, seit Dezember 2022. Also die Erwartung, wie die Umsätze weiter ausfallen. Schauen Sie mal nach Europa, da sind die Umsätze rückläufig bereits. Und hier in Conference Calls, also in den Calls mit Analysten, sind dann die Chefs der jeweiligen Firmen in den USA doch relativ negativ gewesen für das, was da in Sachen Earnings kommen wird. However, wir sind saisonal jetzt eigentlich in einer günstigen Phase. Gucken wir mal uns hier diese gestrichelten Linien an. Das ist die Saisonalität in Vorwahljahren. Da sehen wir so Anfang November leicht positiv, dann geht es mal ein bisschen runter, dann rauf und dann wieder runter bis tendenziell Richtung Ende November, bevor es dann wieder nach oben geht. Hier sehen wir jetzt aber mal die neuesten Entwicklungen in Sachen Israel-Gaza. Offenkundig haben die Israelis ihre Taktik so ein bisschen geändert. Sie gehen jetzt langsam, aber gründlich vor. Es ist ja das Ziel hier, diese Bunker, diese Tunnelsysteme zu zerstören. Dieses langsamere Vorgehen ist der Grund gewesen, warum die Märkte gestern sich sehr, sehr gefreut haben. Aber hier sagte Putin jetzt zum Beispiel, naja, die Amerikaner sind schuld, weil sie an diesem Massaker, wie er wörtlich sagt, weil sie eben Israel maßgeblich unterstützen und die Bildung eines palästinensischen Staates verhindern. Hier sehen wir links mal eine neue Karte von China und da ist der Name Israel nicht zu finden. Jedes kleine Land hat irgendwie einen Namen auf dieser Karte, nur Israel nicht. Das ist ein symbolisches Zeichen, das ist kein Zufall. Das heißt, wir sehen eine immer klarere Positionierung anti-Israel, sowohl durch Russland als auch durch China. Hier sehen wir jetzt neue Videos von Hezbollah und dem Sohn des Hezbollah-Chefs Hassan Nasrallah.
die also jetzt richtig auf die Pauke hauen und sagen, wir sind bereit, wir bereiten uns vor auf die große Eskalation mit Israel, die bisher nicht gekommen ist, sagen viele. Viele sagen, der Iran hat offenkundig kein Interesse an einer Eskalation. Ich bin mir da nicht so sicher, der Druck wird immer größer, hier etwas zu tun. Jetzt sehen wir, der Chef der Quds-Streitkräfte, also praktisch, wie soll man sagen, diese Einheit, die letztendlich so eine Art Geheimpolizei, Sicherheitsdienst in einem ist, der ist jetzt nach Beirut gereist, also in den Libanon gereist, um sich dort zu treffen mit der Hisbollah. Das ist aus meiner Sicht kein Zeichen einer Deeskalation. Jetzt ist die Frage, wie gehen die Amerikaner mit der ganzen Geschichte um? Wie werden sie das Ganze finanziell unterstützen? Jetzt gibt es Berichte von CNBC, die aus meiner Sicht noch nicht bestätigt sind, dass man im nächsten Quartal 776 Milliarden Dollar leihen wird. Das ist um und bei in der Erwartung. Vielleicht sogar einen Ticken niedriger, wenn das stimmt. Normalerweise kommen die Zahlen, die offiziellen Zahlen, ja erst der Morgen. Wir werden sehen. Druckenmiller sagt, das ist absolut, es wird absolut nicht funktionieren. Diese Zahlen sind der Fantasy, aber wir sehen, es wird immer teurer für das, für die US-Regierung. 3,6% des BIPs ist in Zinszahlungen geflossen. Im dritten Quartal 2021 waren es nur 2,5% und das Ganze dürfte weiter steigen. Wir waren in den 80er, 90er Jahren waren wir mal bei 5%. Also das wird immer schwieriger zu stemmen. Das gilt auch für die Amerikaner. Jetzt sagen immer mehr, auch Mittelklasse Amerikaner, also die der Mittelklasse zugehörig sind, nämlich 57%, sagen, dass sie durchaus das spüren, wie diese höheren Zinsen sich langsam durchfressen. 2,7% des verfügbaren Einkommens geht derzeit für Zinsen drauf. Wir sehen also die Financial Conditions, die Wirkung der Zinsen, die kommt langsam. Wir haben ein Thema Liquidität. Die Frage ist, kommt die Jahresendrally? Dagegen spricht die Liquiditätssituation, aber wir müssen abwarten, was die Fed jetzt morgen signalisiert, was Powell signalisiert. In Deutschland jedenfalls sehen wir weiter rückläufige Einzelhandelsumsätze. Wir sehen, dass die Leute Stück für Stück mehr Probleme haben, ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. BASF übrigens heute mit einem Minus beim Umsatz von 28%. Was wird das Ganze mit dem DAX machen? Die Anleger waren auf diesen Ausverkauf nicht vorbereitet. Wie ist da das Sentiment einzuschätzen? Was dürfte beim DAX als nächstes passieren? Erste Empfehlung, meine Damen und Herren. Zweite Empfehlung, China. Sorgt dafür, dass der Goldappetit groß bleibt. Gold ja an der 2000er Marke. Wird das ein neues Allzeithoch? Ich glaube, in Euro haben wir das neue Allzeithoch schon gesehen. Zweite Empfehlung und nochmal, morgen 19 Uhr werde ich mit André Stagge zunächst mal die FED-Sitzung kommentieren oder beziehungsweise das FED-Statement, die Entscheidung kommentieren, bevor dann vor allem der André sprechen wird über Strategien, die er direkt umsetzt, nachweisbar profitabel umsetzt. Also das ist jemand, der wirklich es drauf hat und das auch zeigen kann, wenn Sie sich anmelden für dieses Webinar. Es wird am 1. November stattfinden, dann nochmal am 16. November, 14. Dezember und 11. Januar. Also Sie haben die Möglichkeit, sich einen dieser Termine auszuwählen. Also zwei Artikelempfehlungen und diese Empfehlungen. Jetzt schauen wir mal, wie der heutige Handelstag verläuft, meine Damen und Herren. Ich sage erst einmal Servus und Ciao.